Servus, grüß dich und hallo, der DJ Nick heißt dich wieder ganz herzlich willkommen. Car Detailing Simulator. Es ist und bleibt ein sperriger Titel. In der 1.0er Version. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ein bisschen machen wir schon noch weiter. Also, ich will jetzt nicht gleich wieder einstellen. Das bedeutet also, eigentlich macht es mir recht die Freude. Und wenn ich die ganze Story jetzt so richtig verstanden habe, ist das jetzt unsere eigene Werkstatt und wir müssen halt schauen, dass wir irgendwas draus machen. Wir sehen hier hinten an unserer Pinnwand zwei schöne Fotos haben wir schon. Finde ich immer ganz lustig, sie haben sie ganz gut gestaltet. Wir haben ein bisschen Geld, wir sind mittlerweile Level 2, das sehen wir da links oben und wir sind auf Platz 48, was auch immer, von den Pimpern in der ganzen Welt oder wie auch immer, also so ungefähr. Ja, und das hier ist dann wohl unsere Werkstatt. So viel Werkzeug haben wir noch nicht. Werkzeuge hinlegen, jetzt mal das mit da. Also wir haben Reinigung und Polieren. Und wenn wir schon dabei sind, jetzt schauen wir mal hier in diesen Shop. Autoscheibenset, Innenraumset, Polsterset, Scheinwerferset, okay. Lagerraum, gibt es ja nichts, Services, Lackieren, das wird irgendwann später dazu kommen. Garagen-Upgrades, das war das mit den Lichtern, erst die Garagenlampe kaufen. Nach dem benötigten Werkzeug, gut zugänge, Reputation. Okay, also wir sind insgesamt anscheinend noch nicht so weit. Ich hätte ganz gern Autos im Besitz, gar keine Lagerräume, Services. Achso, man konnte dann Autos auch kaufen. Na, da waren wir gerade. Nochmal, ich wollte eigentlich, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Polsterset, Innenraumset, Räderset, Außen. Naja, wir werden, wie viel Geld haben wir? 1400? Autoscheibenset, Räderset, Innenraumset. Ja gut, also das würde ich jetzt am Anfang tatsächlich von dem abhängig machen, was man halt als nächstes brauchen. Das macht ja irgendwie Sinn. Also jetzt einfach blöd in der Werkschicht rumlaufen. Jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte hier unbedingt noch irgendwie, naja, zumachen kann man es nicht. Ich wollte hier unbedingt noch so einen zweiten Schrank kaufen. Weil man da ja anscheinend nur immer pro Regal eins ablegen kann. Okay, vielleicht bin ich mal wie so oft etwas zu ungeduldig. Was haben wir da? Benutzen. Wir können auch unser Handy nicht benutzen. Okay, gut. Aber ein Computer. Und da haben wir also eine neue E-Mail bekommen. Nico Mobile. Ich komme mit den Fenstern nicht zurecht. Überall sind Streifenspuren. Können Sie mir helfen? Wenn Sie schon dabei sind, machen Sie bitte auch die Räder sauber. Okay. Scheibenset, Polsterset, Räderset. Ja, gut. Haben wir alles drei nicht. Dann akzeptieren wir mal und mal schauen, ob wir das überhaupt kaufen können. Ja, wenn wir die Aufgabe jetzt verwerfen, haben wir ja überhaupt gar keinen Auftrag, oder? Also bleibt uns ja wohl nichts anderes. Hochladen, Nico Mobile. Okay, also. Und wir können immer nur noch das Auto abstellen. Also es, ja, ganz ehrlich, ich meine, das macht schon Spaß, aber also es hakt schon noch an den verschiedensten Dingen. Okay, was jetzt nicht schaut aus wie ein Nissan. Übrigens, Scheiben bringt man auch mit dem alten Zeitungspapier recht gut sauber. Okay, gut, machen wir jetzt darüber mal keine Gedanken. Also Räder waschen, Autoscheiben waschen, Sitze reparieren, haben wir alles nicht. Autoscheibenset. Bräuchte man ein Räderset? Bräuchte man, kostet 600 und was brauchen wir noch? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Sitze reparieren, okay. Sitze reparieren, da brauchen wir dann was? Polsterset wahrscheinlich, oder? Liegt irgendwie neu. Das sind 30.900, könnten wir uns leisten. Ja, wir kaufen jetzt mal den der wir da her. Also gut, machen wir erst einmal dies. Machen wir eins am anderen. Machen wir eins nach dem anderen. So.
Also das Auto macht da anscheinend, das Auto macht da anscheinend immer triggert. Also egal wie man es nimmt, das kann man anscheinend gar nicht verhindern. So. Scheiben waschen, Auto Scheiben waschen. Er zeigt uns tatsächlich immer mit Rot an. Aber das ist die falsche Seite. So. Schauen wir mal, ob wir das Auto nicht dreckig machen. Vielleicht geht das ja. Okay. Aha. Geht also anscheinend nicht so gut, wenn man nicht so viel drauf sprüht. Finde ich ganz witzig. So, jetzt haben wir aber viel drauf gesprüht. Nochmal. Geht besser. Tatsächlich. Ist ja witzig. Okay. Schön. Sauber. Der Sprüher. Der Wildsprüher. Entschuldigung, ich finde das schon wieder super. Der Wildsprüher in der Gegend rumsprüher. Okay, also anscheinend, wenn das Fenster dann so einen grünen Rand kriegt, ja, dann ist es wohl sauber und da müssen wir auch dann nichts mehr rot. Okay, so, nochmal. gut. So. Ah, okay, der Lappen ist nass. Gut, ausfringen, nicht vergessen, gell, immer Lappen ausfringen. So. Die großen Scheiben sind etwas schwieriger, langsamer machen. So. Dann geht es im Endeffekt schneller, als wenn wir einfach nur Wind hin und her wischen. So, da. Also, haben wir. Gut, dann Escape und die Scheiben sind sauber. Räder waschen. Ja, und da müssen wir uns jetzt das Set kaufen und... Okay, bevor ich jetzt bleib frag, halt auf, falsche Taste, also Shop, dann Räder-Set. Kein Platz für Sets. Upgrade. Aha, wir können also, Moment, nein, was machst denn du zurück? Das ist einer, da kann man zwei abstellen und da kann man auch zwei abstellen, lass den fahren. Achso, Schaukasten, da steht es ja eigentlich, gell? Ja. Wir lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Schaukasten kaufen, Upgrade Level 1, verstaut deine unikalen Geräte, unikale Geräte. Mehr Platz für deine Sets schaffen. 200, weiteres Regal kaufen. Okay, und das ist der Unterschied dann da. Das ist ein Zusatzregal, das kostet nur 100. Und das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Ja, dann upgraden. Ah, okay. Der Deckel drüber. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Da können wir ja zwei Sets abstellen, oder? Ja, also, passt doch. So, und wie viel... Ah, falsche Taste. Da. Wie viel haben wir jetzt noch? 1000. Sehr gut. Also dann ein Räderset, oder? Oben. Nein, ich glaube, das Räderset brauchen wir seltener. Machen wir da hin. So, Set für die Räder. Räder waschen. Ach du meine Güte. Na, das ist ja wohl jetzt nicht euer Ernst, oder wie? Mit der Bürste? Ach, tatsächlich. Okay, Bürste. Mit der Bürste und dann? Eine andere Bürste außenrum. Ja, meine Güte. Okay. Na gut. Beide nein. Da müssen wir uns wieder hinknickeln wahrscheinlich dazu. Gibt es eigentlich ein dauerhaftes Hinknien auch? Moment einmal kurz. Sorry. Steuerung. Vorne links wieder in die Hocke gehen, C, Aufgabe auf Zehenspitzen, das wusste man. Passe anbringen,
Ah nein, aber dauerhaft in die Hocke gehen gibt's nicht. Ja, meine Güte, die ganze Zeit auf C-Drücker. Okay, gut. Naja, dann ist es halt so. Und was haben wir jetzt für Werkzeuge? Zwischenraum, Felgenbürste, weiche Bürste. Dann nehmen wir mal die Felgenbürste. Ah, okay. Ah nein. Jetzt früher aufhören, sonst sei das nicht. Gleich der Tipp, wenn ihr mitten drauf hört, wirst du es immer wieder machen. Also durchziehen. Okay, und jetzt? Ach, das auch noch. Und jetzt? Ach, da muss man so richtig kratzen. Ja, meine Güte. Okay. Na gut. Oh, das war's anscheinend, oder? Aber mal, sind die alle vier getriggert? War irgendwie klar, gell? Okay. Ah ja, also man muss sich Gott sei Dank, das habe ich jetzt irgendwie, man muss sich da nicht hinknien, sondern man braucht eigentlich nur den Reifen. Das irgendwie, das erinnert mich übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das erinnert mich an das Tankstellen-Simulator, glaube ich, hat das geheißen, irgendwas so in Amerika. Fand ich eigentlich auch ganz witzig, aber da waren das eigentlich nur so Minispiele und hier ist das so wirklich ernsthafte Sache. Okay, dann einmal rumziehen, da weiß ich noch nicht genau, was er da macht und jetzt. Er wechselt zumindest gleich auf die Bürste, ohne dass man was machen muss. Na, also die ist ja nicht sauber. Kannst mir jetzt nicht der grün anziehen, wenn die Felge nicht sauber ist. Ich meine, wenn, dann machen wir es gescheit. Was ist das für ein Schmarrn? So, lala. Hälfte haben wir. Okay. Also, okay, er ist da zumindest so innovativ, dass man, wenn man auf den Reifen geht, er gleich das richtige Werkzeug in die Hand nimmt. Man muss also nicht zu viel rumtun. Und da wird es ja vielleicht nachher dann, hoffe ich, doch irgendwie auch noch ein paar Verbe. Weiß ich genau, was macht er denn da? Ach, er macht den Radkasten. Ah, soll das wahrscheinlich sein. Verstehe, okay. Den Innen, ja gut, da ist ja wirklich immer Trigger, die Innenseite vom Radkasten. Na gut. So, das weiß ich noch nicht. Kreisen kommt mir jetzt im Moment am besten vor. Okay, Dankeschön. Und das nächste. Ja, ist jetzt am Anfang, wenn man sieht, man sieht es schon, aha, nicht zu früh aufhören. Wenn man sich ein bisschen nein, aber dann passt es. Ist halt jetzt nicht Auftrag im Polieren, sondern rein und rausputzen und abschleifen oder so ähnlich. Gut. Okay. Ach, da fährt er im, ja genau, er fährt im Radkasten rum oder wahrscheinlich, also er wird ja wohl kaum den Reifenbelag. Also gut, Kreisen haben wir gesagt, geht am besten. Kreisen, ja, geht tatsächlich am besten. Okay, bin ich überredet. Kreise, man kreise die Bürste. So, okay, haben wir irgendein, so wie es ausschaut, haben wir einen Reifen nicht ordentlich gemacht, oder wie? Ah, ja, aber welchen? Ach Gott, ach, das ist ja. Aber er hat doch alle grün angezeigt. Ah ja, das ist ja auch schon wieder Mist.
So, aber anscheinend haben wir echt irgendwo was vergessen. Können wir da auch? Ah, verstehe. Alles klar, also die richtige Ma Da, okay. 13. Also jetzt. Da müssen so. Ja, okay. Aha. Okay. Nein. Ah. Also da putzt man sogar die Wand vom Reifen. Okay, gut, aber anscheinend haben wir es fertig, dann lassen wir es auch gut sein. Und dann jetzt ein Sitze reparieren. Also müssen wir uns noch das Set kaufen. Ein Set kaufe. Set kaufen. Polsterset, oder? Innenraum, nein, brauchen wir nicht. Polsterset kaufen. Abstellen. Set für die Autositze. Okay. Fleckenentfernung von den Sitzen. Bürstekreisen. Dann. Um Fleckensitzen entfernen, benutzen Sie als Schleifpapier und Schmuck. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Naja, werden wir auch so rausfinden. So, jetzt. Lackpistole, Schleifpapier, Schleifpapier. Soll das der Fleck sein, oder? Ach so. Aha, also auch da das Lösungswort kreisen, 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 bis er zufrieden ist. Okay. Und dann einfach nur draufhalten. Da nicht ein bisschen näher hingehen. Ja, anscheinend nicht. Na gut. Sind wir noch nicht fertig. Also es geht immer darum, dass er eher anzeigt, wie viel man runtergeschliffen hat und nicht wo. Und hier muss man dann einfach nur draufhalten. Ja, nicht sonderlich herausfordernd, aber okay. Kann man da was Kamera drehen? Okay, aber Werkzeug benutzen. Verschmutzung zeigt er diesmal nicht an, also es geht nicht anders. Einfach nur irgendwie da so ungefähr draufhalten. Das ist ein bisschen eine komische Anzeige, aber okay. Gut. Räder waschen, Hammer. Sitze reparieren. Was fehlt noch für den Sitz? Und dann wahrscheinlich hinten, oder? Hineingehen. Ja. Ah, die Rückbank, okay.
Also zumindest rutscht er immer genau an die richtige Stelle. Man muss sich also nicht drum kümmern. Man muss eigentlich nur kreisen. Ja. Finde jetzt irgendwie nicht so witzig, aber okay, gut. Wahrscheinlich, weil ich grundsätzlich das Autopolster immer nicht so lustig gefunden habe, aber gut, okay. Mein Gott, jedem gefällt halt was anderes. Jedem gefällt halt was anderes. Und da kann er anscheinend auch, na, so, da kann er auch anscheinend das Mittel nicht ausgehen oder nachfüllen oder sonst irgendwie. Ja, gut, okay. Lass ich jetzt mal im Raum so stehen. Alles klar. Damit hätten wir fertig, oder? Ich habe fertig. Nein, nicht. So. Okay. Wie war das nochmal? Oh, oh, nichts in der Hand nicht mehr. Okay, gut. Dann? Schaut fertig aus, oder? Ach so, haben wir das Wischset, haben wir nicht mehr. Gut, dann haben wir Pech gehabt. Okay, und jetzt telefonieren, oder? Ich glaube, ich war doch das, oder? Benutzen, Auto zurückgeben. Gute Aufnahme machen, sparen wir jetzt. Oh. Oh, warum plus 4,5? Haben wir irgendwas vergessen? Ach Gott, die Zeit rechnet er auch. Okay. Naja, gut. 4,5. Ist schon okay. Und das war's, oder wie? Naja, gut. Haben wir denn wenigstens irgendwie ein bisschen ein Geld gekriegt? Nein, das mache ich jetzt mal noch nicht. Ach, das nervt mich ein bisschen. 544, das heißt, wir könnten uns dann noch das Innenraumset kaufen. Scheibenset, Radset, Innenlebenset Pro. Ach du meine Güte. Polierset Pro. Also wahrscheinlich geht es wieder darum, dass wir mal den nächsten Auftrag machen müssen. Das X funktioniert auch nicht. Okay. Ja, gut. Also brauchen wir dann nochmal ein Regal und neue Sets. Aber, ja, gut. Wieder einen Auftrag erfüllt. Und wir schauen einmal, dass wir weiterhin Aufträge erfüllen. Also ein bisschen möchte ich auf alle Fälle noch weitermachen. Was gibt es denn da sonst noch? Karte, das hat sich noch nicht freigeschalten. Aufträge. Ah ja, da kann man uns jetzt schon was raussuchen. Okay, ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal. Suchen wir uns was Cooles raus und dann schauen wir einfach weiter. Ja, das war's erstmal. Herzlichen Dank mit dem Blick in die leere Garage. Aber eigentlich finde ich es ganz witzig weiterhin. Werden wir schon noch ein paar Folgen machen. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Schaut's wieder ein. Bleibt's dabei beim nächsten Mal. Car Detailing Simulator. Spannend. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.